Ordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16 und bitte Sie, schnell Ihre Plätze zu wechseln. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Geburtshilfe und medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zukunftsfest machen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und wenn denn einige Herbeieilende sitzen oder rausgehen, beim Rausgehen bitte nicht mehr reden, auch in der FDP-Fraktion. Sie müssen mal nach hinten gucken. Dann eröffne ich jetzt aber die Aussprache und Emmy Zollner erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als Unionsfraktion legen heute einen Antrag vor zur Verbesserung der Geburtshilfe und medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Und wir tun dies, weil es uns ein Herzensanliegen ist. Die Zeit einer Schwangerschaft und auch des Mutterwerdens, dann des Mutterseins, das ist für jede Frau eine ganz, ganz besondere Zeit. Es ist eine Zeit, an die man sich sein Leben lang erinnert und auch erinnern wird. Und es ist eine Zeit, in der man vor allem ein großes Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und wenn Dinge während der Geburt schiefgehen, auch wenn sie gut gehen natürlich, dann prägt sich das ein Leben lang. Und deswegen ist das Bedürfnis nach Sicherheit von werdenden Müttern so berechtigt. Und deswegen legen wir diesen Antrag auch vor. Es ist auch eine Frage von gleichwertigen Lebensverhältnissen, denn wir wollen natürlich, dass Mütter, werdende Mütter und eben auch deren Kinder und auch Jugendliche gut versorgt sind, egal ob sie wohnhaft sind in der Stadt oder auf dem Land. Und zur Realität gehört eben aber leider auch, dass diese gegenwärtige Gesundheitspolitik diesem Bedürfnis nicht ausreichend nachkommt. Sie schafft es im Moment einfach nicht. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch als Oppositionspartei und als Opposition den Finger wirklich hier in die Wunde zu legen, um auch zum Handeln aufzufordern. Die gesicherte Finanzierung und das auskömmliche Personal, gerade eben was die Geburtshilfe angeht, das ist wesentlich. Darum müssen wir uns kümmern. Denn bisher ist es auch so, und auch die Gesetzgebungsinitiativen im Krankenhausgesetz, die kommen sollen, die gehen wieder vor allem auf das Thema Masse und Menge und berücksichtigen nicht ausreichend, wenn entsprechend Qualität beispielsweise in den Kreissälen vorhanden ist. Deswegen fordern wir in unserem Antrag, dass es eine auskömmlich finanzierte Geburtshilfe gibt. Und es gilt auch für die Kinderkliniken. Wir fordern, dass auch die Kinderkliniken nicht nach Menge berechnet werden, sondern dass sie tatsächlich neben den regulären Behandlungen im Krankenhaus gesetzt werden. Also eine auskömmlich finanzierte, nicht ausschließlich von Fallzahlen dominierte Finanzierung von Geburtshilfe und eben Kinderkliniken, das ist eine unserer Kernforderungen. Denn wir möchten, dass der tatsächliche Vorhalteaufwand bezahlt und finanziert wird. Und wenn man sich im Krankenhausstrukturgesetz die Systematik jetzt auch anschaut, dann wäre es auch viel sinnhafter, Pauschalen in diesem Bereich zu organisieren, statt umständlich berechnete Vorhaltefinanzierungen auf den Weg zu bringen. Und natürlich wissen wir auch, das alles nützt gar nichts, wenn wir nicht in der Lage sind, entsprechend Personal zu gewinnen in diesem Bereich. Und deswegen ist ein weiterer Kernpunkt in unserem Antrag, dass wir die hebammengeführten Kreissäle unterstützen wollen. Wir wissen nämlich, dass um eben Hebammen auch zu finden, junge Frauen zu finden, in diesen Beruf zu gehen und eben nicht einen anderen Beruf zu wählen, denn überall ist der Druck und die Suche nach Nachwuchskräften groß, ist es wichtig, dass wir ganz klar die Arbeitsbedingungen verbessern und dass wir auch die Menschen im Beruf halten, die eben bereit sind, eine Verantwortungsübernahme tatsächlich auch zu tun, also die mehr Verantwortung übernehmen wollen, sei es in der Pflege oder sei es eben bei den Hebammen. Und das ermöglicht
nicht so ein hebammengeführter Kreißsaal. Und das Spannende an diesem Konzept ist eben auch, dass es gerade für die großen Kliniken zukünftig eine Perspektive geben kann, auf der einen Seite einen hebammengeführten Kreißsaal zu haben, bei schwierigen und Komplikationen sozusagen die andere Seite der Einrichtung und der Klinik zu nutzen und dann natürlich auch zu unterstützen, wenn es den Kindern schlecht gehen sollte oder den Müttern, aber eben gleichzeitig immer in dem Wissen, dass natürlich die natürliche Geburt im Vordergrund steht. Und das ist etwas, was in unserem Antrag drinsteht und was wir sehr, wo wir sehr darum werben, das zu unterstützen. Wir fordern zudem eine Kinderarztquote. Wir wollen dafür mehr Studienplätze in unserem Land auf den Weg bringen. Denn wir wissen auch, dass wo früher ein Arzt die Arbeit gemacht hat, sind heute mittlerweile drei Personen nötig, um das zu erfüllen. Und es ist einfach nicht akzeptabel in unserem Land, dass wir Regionen haben, in denen teilweise über 2, 3, 4 Jahre kein Kinderarzt zu finden ist. Und deswegen fordern wir in einer konzertierten Aktion zusammen mit den Ländern, die Studienplatzkapazitäten in dem Bereich aufzubauen, aber eben auch die Kinderarztquote für die, die bereit sind, sich in diesen Regionen niederzulassen, denen dann auch vorrangig einen Platz zum Medizinstudium zu gewährleisten. Wir fordern, dass die ärztliche Weiterbildung für die Kinderärzte frei von jeglichem Finanzierungsvorbehalt gestellt wird. Wenn jemand im ambulanten Bereich seine Weiterbildung machen will, dann soll das auch finanziert werden und er soll nicht im Wettbewerb stehen mit den Krankenhäusern, die bekanntermaßen eben mehr Geld auch tatsächlich in der Vergütung anbieten können. Wir fordern zudem, dass es eine bundesweite Erhebung an Pflegeschulen gibt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die entsprechend die Kinderkrankenpflege berücksichtigen und auch ein Case- und Care-Management für besonders belastete Familien. Es sind ganz konkrete Punkte, die wir in diesem Antrag haben. Schluss. Und ich werbe sehr darum, dass zumindest der ein oder andere Punkt aufgegriffen wird, um die Versorgung zu verbessern. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Nizahat Baradari für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Kinderärztin liegt mir natürlich das Wohl der Kleinsten in unserem Land besonders am Herzen. Deshalb kann ich dem Titel des vorliegenden Antrags nur zustimmen. Wir müssen die Geburtshilfe und die medizinische Versorgung in Deutschland dringend zukunftsfest machen. Die Union fordert in ihrem Antrag erneut ein Vorschaltgesetz zur Stärkung der stationären Geburtshilfe und der Kinderkliniken. Das haben wir mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz für Kinder- und Jugendmedizin sowie für die Geburtshilfe längst getan. Im letzten und in diesem Jahr sind jeweils 420 Millionen Euro an Sonderzahlungen in diesem Bereich geflossen. 300 Millionen Euro für die Pädiatrie und 120 Millionen Euro für die Geburtshilfe. Der besondere Bedarf in diesem Bereich ist uns also sehr wohl bewusst und wird auch im Gesetzesentwurf des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes, kurz KHVVG, hervorgehoben und anerkannt. Mit der Krankenhausreform sollen diese Mittel auch verstetigt werden. Darüber hinaus haben wir im Frühjahr mit der Entbudgetierung der Kinder- und Jugendärzte den ambulanten Bereich gestärkt. Es ist also keineswegs so, dass wir die Kinder- und Jugendmedizin in dieser Legislaturperiode vernachlässigt hätten. Ganz im Gegenteil. Sie sehen, sie stand absolut im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Auch im vorliegenden Antrag mischt die Union ein buntes Potpourri von Forderungen. Diese richten sich zum Teil an die falschen Adressaten, weil sie in die Zuständigkeiten der Länder und der Selbstverwaltung fallen. Zum Beispiel, Sie haben es eben erwähnt, Frau Kollegin, die Erhöhung der Studienplätze in der Humanmedizin ist eine hoheitliche Aufgabe der Landesregierung, ebenso die vorgeschlagene Kinderarztquote. Andere Forderungen sind zudem schlicht überholt. Hebammengeleitete Kreißsäle
die Sie in Ihrem Antrag mehrfach erwähnen, bringen wir mit dem KHVVG bereits ein großes Stück voran. Meine geschätzte Kollegin Heike Engelhardt wird in ihrer Rede später noch näher darauf eingehen. Zu den Bezügen des Antrags zur Krankenhausreform erlaube ich mir noch drei Anmerkungen. Erstens. Die Regelungen zu den Leistungsgruppen orientieren sich an denen, die das Land Nordrhein-Westfalen unter einem CDU-Gesundheitsminister im Rahmen des neuen Krankenhausplans 2022 beschlossen hat. Dies gilt auch für die Leistungsgruppe Geburten. Zweitens. Die Übernahme der Leistungsgruppen aus dem Krankenhausplan NRW erfolgte ganz wesentlich, um gerade die Widerstände der CDU-geführten Länder gegen die Krankenhausreform zu überwinden. Vor diesem Hintergrund frage ich mich durchaus, warum in diesem Antrag die Frage der Leistungsgruppen wieder aufgeworfen wird. Es ist bitter notwendig, dass wir die seit über einem Jahr andauernden Verhandlungen zur Krankenhausreform endlich abschließen. Endlich abschließen, bevor wir uns an die weitere Ausdifferenzierung von eigentlich bereits vereinbarten Leistungsgruppen machen. Drittens. Eine Verzögerung der Verabschiedung des Gesetzes trägt unmittelbar zur aktuellen finanziellen Schieflage auch der sonst finanziell gut ausgestatteten Klinikträger in Deutschland bei, die Sie in diesem Antrag beklagen. Ich kenne diese Situation auch aus meinem Wahlkreis. Sie alle wahrscheinlich auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Sie bräuchten kein Vorschaltgesetz zu fordern, wenn es keine Blockadehaltung gäbe. Wir wären schon längst weiter. Deshalb appelliere ich an alle Beteiligten, lassen Sie uns die anstehenden Reformen endlich konstruktiv und strukturiert zu Ende führen. Wir alle wissen, dass sie notwendig sind, und wir müssen sie Schritt für Schritt und gründlich angehen. Das mag in Teilen frustrierend sein, ist aber einfach dem enormen Reformstau der letzten Jahre geschuldet. Veränderungen brauchen Zeit und eine anschließende Evaluation, um gegebenenfalls nachjustieren zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist die 2020 eingeführte generalistische Pflegeausbildung, die Sie in Ihrem Antrag heftig kritisieren. Deren Evaluierung und Korrektur steht kurz bevor. Für die Kinder- und Jugendmedizin gilt wie für so vieles in der Gesundheitspolitik: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Und Aktionismus ist hier völlig fehl am Platz. Seit Beginn der Legislaturperiode haben wir eine Reihe von Reformen beschlossen oder auf den Weg gebracht, die den gesamten stationären und ambulanten Bereich in Deutschland zukunftsfest machen. Als Berichterstatterin meiner Fraktion für Kinder- und Jugendgesundheit werde ich mich weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass dies insbesondere auch für die Versorgung unserer Jüngsten gilt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und als nächstes erhält das Wort Dr. Christina Baum für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bereits 2019 und wiederholt 2023 hat sich die AfD mit einem eigenen Antrag für eine bessere Versorgung schwangerer Frauen und der Situation in der Geburtshilfe eingesetzt. Unsere damaligen Forderungen, dass erstens geburtshilfliche Abteilungen in den Krankenhäusern erneut eingerichtet werden sollen und zweitens, dass beim Einsatz freiberuflich tätiger Hebammen in Krankenhäusern die Haftpflichtversicherung durch den Auftraggeber übernommen werden soll, diese zwei Forderungen bekräftigen wir heute erneut. Die CDU hatte natürlich damals beide Anträge abgelehnt. Durch eine solche finanzielle Entlastung durch die Übernahme der Versicherungsprämie kann hoffentlich erreicht werden, dass freiberuflich tätige Hebammen, die die Geburtshilfe bereits aufgegeben haben, wieder in einer Klinik tätig werden.
Hebammen versorgen in deutschen Kliniken dauerhaft mehr als doppelt so viele Patienten wie in anderen europäischen Ländern. Diese Situation wird verschärft durch die Schließung von Kliniken mit Geburtshilfeabteilungen. Das hat zur Folge, dass die 1:1-Betreuung aufgrund des überlasteten Personals nicht mehr möglich ist. Auch die steigende Zahl der Kaiserschnittentbindungen ist kritisch zu betrachten. Wurden Anfang der 1990er Jahre 15% aller Entbindungen per Sektio durchgeführt, so waren es im Jahr 2023 bereits über 30%. Diese Fehlentwicklung muss dringend hinterfragt werden, weil eine natürliche Geburt nicht nur die Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern vor allem auch die Immunabwehr des Kindes stärkt. Ein Hauptgrund für diese falsche Entwicklung ist das Fallpauschalensystem und der dadurch geschaffene ökonomische Druck auf die Kliniken. Wenn diese Ökonomisierung des Gesundheitswesens dazu führt, dass unser aller Gesundheit zur Ware wird, sind wir definitiv auf dem falschen Weg und müssen umkehren. Mit der geplanten Krankenhausreform wird es auch zu weiteren Schließungen von Kreißsälen kommen. Das dürfen wir keinesfalls zulassen. 16 Jahre war die CDU in der Regierungsverantwortung. In dieser Zeit hat sie nur eines getan, die Geburtshilfe und die Hebammensituation sträflich vernachlässigt. Jetzt plötzlich, nachdem die Versorgungssituation prekär geworden ist, will sie sich mit diesem Antrag als Retter aufspielen. Doch nicht nur das. Auch auf Landesebene treibt die CDU mit ihren Ampelparteien den Abbau der Gesundheitsversorgung voran und betreibt Raubbau in der Daseinsfürsorge unseres Landes. Kinder dürfen jedoch niemals als Wirtschaftsfaktor gesehen werden, sondern sind die Grundlage für die Zukunft einer gesunden Gesellschaft. Die Rückbesinnung auf eine Politik, die sich diesen Fundamenten widmet, wird es nur mit der AfD geben. Und bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Die Hebammen wollen vor allem nur eines: unter guten Arbeitsbedingungen gesunde Kinder zur Welt bringen. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ohne weiteren Aufbau von bürokratischen Monstern. Genau das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Saskia Weishaupt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen. Bei einem Notfall im Kreißsaal muss alles sehr schnell gehen. Das benötigte Fachpersonal wird alarmiert, zeitgleich werden OP-Saal vorbereitet und auch die Patientin. Jeder Handgriff sitzt perfekt. Es kommt zur Notsektio. In weniger als 10 Minuten kommt es zur Entbindung. Und dank geschultem Personal und entsprechender Ausstattung geht es Mutter und Kind bestens. Gleichzeitig im Krankenhaus ist Mala. Malas Geburt verläuft relativ unkompliziert. Aber aufgrund von Personalmangel muss eine Hebamme 3 Gebärende jetzt gleichzeitig versorgen. Es ist kaum Zeit da, um Mala mal zu fragen, was sie eigentlich braucht. In der Gesundheitspolitik wird bei der Geburtshilfe viel über Notfälle und über was wäre, wenn gesprochen. Und das ist wichtig und richtig. Wir dürfen aber in der Debatte nicht vergessen, dass es viele Gebärende gibt, und das sind die allermeisten, die sehr unkompliziert ihr Kind zur Welt bringen. Und die haben ebenso eine gute Versorgung verdient. Frauen wie Mala brauchen keine hochspezialisierte Fachärztinnen, brauchen kein hochspezialisiertes medizinisches Gerät. Gebärende wie Mala brauchen eine durchgehende Betreuung. Mala braucht Zeit, um mit den Hebammen und mit den Ärztinnen gemeinsam zu besprechen, was der individuelle Geburtsweg ist. Brauche ich eine PDA? Welche Haltung ist am besten, um durch die Venen zu kommen? Möchte ich vielleicht in die Badewanne? Oder entscheide ich mich letztendlich für den Kaiserschnitt bzw. für die Bauchgeburt? All das braucht Zeit und Personal. Und jede Frau soll selbstbestimmt und informiert über den Weg der Geburt entscheiden können. Die Entscheidungen sollen nicht für die Frauen getroffen werden, sondern mit diesen Frauen gemeinsam. Und hier möchte ich noch mal eine Sache besonders herausstellen. Eine selbstbestimmte Geburt bedeutet nicht, dass wir ohne Interventionen auskommen, sondern eine selbstbestimmte Geburt bedeutet, gemeinsam mit der Gebärenden zu besprechen, was der individuelle Geburtsweg ist.
Und ich möchte auch noch mal sagen, in Richtung AfD, es kann auch eine Bauchgeburt sein, ein Kaiserschnitt, der ein individueller guter Geburtsweg ist. Und es muss nicht die sogenannte natürliche Geburt sein, die physiologische Geburt. Auch eine Bauchgeburt ist wertvoll und bringt Mutter und Kind und die werdende Familie zusammen. Und seien wir ehrlich, keine Frau und werdende Familie weiß doch, wie die Geburt letztendlich verlaufen wird. Man braucht letztendlich sehr viel Zuversicht, Vertrauen und eine enge Begleitung. Und das ist im jetzigen System, das haben die Kolleginnen hier auch schon angesprochen, kaum möglich. Das jetzige System arbeitet unter wirtschaftlichem Druck und es fehlt auch an Personal. Und das ist ein Problem. Und wir haben jetzt aber die Krankenhausreform, die einiges auf den Weg bringt. Und ich habe vor einem Jahr schon gesagt, die Krankenhausreform bietet eine Chance, um Sachen gerade zu rücken in der Geburtshilfe. Und da möchte ich nochmal vier wichtige Erfolge herausstellen. Erstens, wir entlasten die Geburtshilfe vom wirtschaftlichen Druck, indem wir die Vorhaltefinanzierung auf den Weg bringen. Zweitens, die wohnortnahe Versorgung wird abgesichert, weil wir die Sicherstellungskrankenhäuser ausfinanzieren. Drittens, wir bringen die Personalbemessung für die Hebammen auf den Weg, was eine 1-zu-1-Betreuung letztendlich das langfristige Ziel ist. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten nicht mehr im Krankenhaus, weil die Betreuung so schlecht ist. Und was machen wir jetzt? Eine Personalbemessung. Damit wird die Betreuungssituation besser und die Hebammen kommen wieder. Und damit schaffen wir die 1-zu-1-Betreuung. Viertens, wir fördern gezielt die hebammengeleiteten Kreissäle, das, was Sie gefordert haben, und zwar mit finanziellen zusätzlichen Mitteln und mit einer Rechtsgrundlage. Und alle Punkte, die Sie gefordert haben, die setzen wir jetzt um. Und ich freue mich, dass Sie auch für die selbstbestimmte Geburt sind. Aber ich bin gespannt, was Sie in der nächsten Legislaturperiode vielleicht auch für die selbstbestimmte Geburt auf den Weg bringen. Denn es ist bestimmt noch ein großer Schritt zu tun. Wir haben aber einen gemacht. Die nächste Rednerin ist Nicole Westig für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Geburtshilfe und medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zukunftsfest machen. Einen vielversprechenden Titel haben Sie da gewählt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Denn wer wollte das nicht? Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Das, was Sie hier fordern, ist ein Sammelsurium an Maßnahmen, die zum Teil bereits vorhanden, zum Teil gar nicht Aufgabe des Gesetzgebers sind und zu einem weiteren Teil sogar mehr Bürokratie bedeuten. Und eines ist klar, es war in weiten Teilen die Politik der unionsgeführten Bundesregierung, die zu der hier beschriebenen schwierigen Situation geführt hat. Pädiatrie hat hohe Vorhaltekosten, vom frühgeborenen Säugling bis zum übergewichtigen Jugendlichen muss sie alle Kinder mitdenken. Diese Regierung hat das erkannt, und so haben wir mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz bereits für eine bessere Refinanzierung von Pädiatrie und Geburtshilfe gesorgt. Stimmt, dass Pflegeschulen nicht den Spezialabschluss Kinderkrankenpflege anbieten können. Die Kapazitäten in der stationären Pflege sind dafür zu gering. Im Rahmen der Generalistik gibt es aber Vertiefungseinsätze im Pädiatriebereich. So kann die Anforderung aus der GBA-Richtlinie erfüllt werden. Sie fordern eine bundesweite Erhebung zu diesen Vertiefungskapazitäten an den Pflegeschulen. Ja, es liegt auf der Hand, dass das zu wenige sind. Aber seien wir doch mal kreativ. Wir sollten gezielte Anschlussqualifikationen nach der Generalistik anbieten. Für die Hightech-Bereiche gibt es seit langem bereits die Fachweiterbildung pädiatrische Intensivpflege. Setzen wir dort an. Unser Nachbar in Österreich geht da mit einem guten Beispiel voran. Sie fordern eine bundesweite Weiterbildungsrahmenordnung. Aber ist das wirklich Sache des Gesetzgebers? Die Pflegekammern in Rheinland-Pfalz und NRW haben so etwas bereits vorgelegt, und ich möchte behaupten, die können das besser als der Gesetzgeber. Eine gesetzliche Regelung braucht es auch nicht für eine Neustrukturierung der Perinatalzentrensystematik. Denn die Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene gibt es seit Jahren, und sie funktioniert. Das ist Aufgabe der Selbstverwaltung, dafür gibt es den GBA. Und auch das Case-and-Care-Management gibt es schon. Unter dem Namen Bunter Kreis ist bereits ein System zur Vernetzung mit umfangreichen Qualitätssicherungselementen inklusive Patientenbefragungen etabliert und anerkannt.
Hier noch etwas Zusätzliches aufzubauen, würde in erster Linie mehr Bürokratie bedeuten. Wollen Sie das wirklich, liebe Union? Doch kommen wir zur Geburtshilfe. Sie fordern die hebammengeleiteten Kreissäle. Diese können helfen, den massiven Druck in diesem Bereich zu lindern. Unter 1:1-Betreuung ermöglichen Sie die physiologische Geburt ohne Arzt, der jedoch bei Komplikationen sofort hinzugezogen werden kann. Dabei schöpfen Hebammen ihr professionelles Potenzial aus. Ärztinnen können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Das Konzept schafft eine hohe Zufriedenheit der Gebärenden und ihrer Familien. Und es kann helfen, die Anzahl an natürlichen Geburten in unserem Land wieder zu erhöhen. Denn derzeit gibt es bei uns noch immer überdurchschnittlich viele Frauen, die per Kaiserschnitt entbinden. Das ist nicht immer das Beste für Mutter und Kind. Zudem kostenintensiv und oft einfach überflüssig. Deswegen, da komme ich jetzt zu, Frau Borchert. Deswegen, liebe Union, haben Sie vollkommen recht mit Ihrer Forderung. Und das Beste daran ist, wir setzen sie gerade um. Die Hebammenkreissäle sind ein Bestandteil der Krankenhausreform. Und diese befindet sich nicht in der Starre, jedenfalls nicht wegen unserer Regierung in der Starre, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, sondern ist mittlerweile von unserer Seite ausverhandelt. Damit ist eines klar, wenn die Union der Regierung auf die Sprünge helfen will, muss sie früher aufstehen. Vielen Dank. Das Wort erhält Simone Borchert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, was Sie jetzt hier alles erzählen, finde ich zwar ganz schön und nett, aber es wäre auch gut, wenn Sie mal in die Wahlkreise gehen und einfach mal schauen, was von Ihren Wünschen wirklich in der Praxis ankommt. Und das ist nämlich relativ wenig. Da können Sie noch so sehr wünschen und erzählen, aber das ist nicht viel. Und ich kann Ihnen noch eins sagen, es ist ein wichtiges Ereignis, wenn ein Kind zur Welt kommt. Es ist ein wichtiges Ereignis für die Familie, für die Frau, denn also eine Geburt ist wirklich prägend. Und das sollte uns noch mal sehr deutlich ins Gedächtnis gerufen werden. Ein guter Start ins Leben ist wichtig und eine positive Entwicklung ist wichtig für die Gesundheit von Mutter und Kind, wenn die Rahmenbedingungen bei einer Geburt stimmen. Das langfristige Ziel muss es also sein, eine angemessene medizinische Versorgung, besonders in den ersten Lebensmonaten, sicherzustellen. Und das muss flächendeckend für alle sein, egal ob die Menschen auf dem Land wohnen oder in der Stadt. Nur so kann ein gesundes Heranwachsen gelingen und starke familiäre Bindungen im ganzen Land zielgerichtet und konsequent gefördert werden. Leider zeichnet sich zurzeit eine völlig andere Situation ab. Und auch wenn Sie es nicht wahrhaben sollen, wir haben die Situation, dass Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte heute fast doppelt so viel Frauen betreuen wie vor 30 Jahren. Und meine Damen und Herren, wir haben noch mehr Verwerfungen in diesem System, die Sie nicht angehen, auch wenn Sie darüber berichten. Es behäufen sich die Berichte natürlich, dass Kaiserschnitte wegen mangelndem Personal um bessere Finanzierungsbedingungen in Kliniken verstärkt forciert werden. Was tun Sie dagegen? Ich kann mich da nicht erinnern. Diese Erkenntnisse haben wir schon relativ lange. So eine Lage ist nicht hinnehmbar, und wir müssen aktiv gegensteuern. Sie müssen aktiv gegensteuern. Und da es ja offensichtlich schlichtweg an Fachkräften mangelt, können wir sagen, praktizierende Hebammen stoßen schon jetzt an ihre physischen und psychischen Belastungsgrenzen. Immer mehr Hebammen legen ihren Beruf nieder, oder dieser wundervolle Beruf wird schon gar nicht mehr erlernt. Und da geht es auch um Themen wie Versicherung. Es nützt uns nicht, dass Sie da kein Erkenntnisproblem haben. Wo sind die Erkenntnisse, die Sie in die Taten umsetzen, damit es genau besser wird für die Hebammen? Und die Vergütung, was ist denn mit der Vergütung für die Hebammen? Wird die dynamisiert, wird die angepasst? Oder wenn wir weiterdenken, was ist mit der Wertschätzung für die Hebammen, Heilkundeübertragung? Das sind alles Themen, die fehlen und die Sie nicht angehen. Meine Damen und Herren, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen dringenden Handlungsbedarf, und da können Sie sich noch aufregen, wie Sie wollen. Es ist auch mal schön, den Finger in die Wunde zu legen. Und umso entsetzlicher ist es, dass die Geburtshilfe, vor allem die Kinder- und Jugendmedizin, in den aktuellen Gesetzesentwürfen zwar Thema ist, aber noch nicht lange ausreichend die Qualität da hervorbringt, die wir gerne hätten. Schlimmer noch ist Ihre
Krankenhausreform, Ihre viel gepriesene Krankenhausreform. Und ich kann nur sagen, in dieser Krankenhausreform fällt der ländliche Bereich komplett hintenüber. Die Versorgung, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, kann ich sagen, es werden einige Behandlungen in Mecklenburg-Vorpommern, wird es da nicht mehr geben. Und wie sieht es auch mit einer Übergangsfinanzierung für die Krankenhäuser aus? Da haben Sie nicht mal einen Plan. Sie haben das, Sie wissen nicht mal, wie es funktionieren soll. Und dann preisen Sie uns hier solche Dinge an. Was wir brauchen, sind pragmatische und ganzheitliche Lösungsansätze, vor allen Dingen für den ländlichen Raum. Und Sie können nicht immer alles über Deutschland drüber wegscheren, sondern Sie müssen auch berücksichtigen, dass Deutschland eben sowohl aus Mecklenburg-Vorpommern und dem ländlichen Bereich besteht, wie auch aus dem städtischen Bereich. Aber von einer ganzheitlichen Denkweise sind Sie ganz, ganz, ganz weit entfernt. Und sinnbildlich für Ihre Herangehensweise ist die Mindestmengenregelung zur Versorgung von extremen Frühchen an Perinatalzentren. Hier kann ich auch nur noch mal sagen, Mindestmengen ist zwar gut und schön, aber wenn dann die Muttis oder die Eltern 90 Kilometer fahren müssen und noch weiter, um dann das Kind versorgen zu können, das halte ich schon für sehr gefährlich und fahrlässig. Und das darf es in unserem Land nicht geben. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur noch raten, damit nicht genug, auch die Babylotsen in den Geburtskliniken, welche vulnerable Familien psychosoziale Unterstützung anbieten, geraten durch sie immer mehr ins Abseits. Sie sind erst gar nicht im Fokus. Und obwohl sie eine wichtige Steuerungsfunktion im Gesundheitssystem übernehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, wir sind sehr glücklich, dass Sie unsere Idee übernommen haben mit den hebammengeleiteten Kreissälen. Das ist doch sehr gut abgeschrieben, hervorragend. Dann nehmen Sie sich doch ein Beispiel bei dem Rest des Antrages und bauen Sie das ein oder andere noch ein. Und vor allen Dingen vergessen Sie den ländlichen Raum nicht, wenn Sie gerade beim Thema Geburtshilfe sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort geht an Atish Göpenal für die Gruppe Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, heute ein Antrag von der Union zur Verbesserung der Geburtshilfe. Dafür vielen Dank. Liebe Grüne, liebe SPD, es ist schon besorgniserregend. Ich meine, wie schlimm muss es um die Gesundheitsversorgung im Land stehen? Wie schlecht läuft es bei der Geburtshilfe, wenn selbst die Union sich genötigt sieht, linksextreme Vorschläge zu machen? Naja, ich meine, ich lese in einem Antrag der Union leistungsunabhängige Finanzierung, Einforderung und Förderung eines Personalschlüssels, Sicherheit und Planbarkeit für die Beschäftigten. Donnerwetter, in meinen Ohren klingt das wie Musik. Aber liebe Union, wenn Sie diese Begriffe in einem Antrag der Linken lesen würden, würden Sie das als sozialistische Fantasterei bezeichnen. Wenn ich leistungsunabhängige Finanzierung nur in den Mund nehme, glauben Sie, der Rote Armeekorps tritt auf, sehr geehrte Damen und Herren. Wie schlecht läuft es denn bei der Geburtshilfe? Schlecht. Verdammt schlecht. Die Anzahl der Kliniken, in denen Geburten möglich waren, hat sich in den letzten 30 Jahren nahezu halbiert. Und die Gründe, die für die Schließung genannt werden, sind krass, aber so bezeichnend für den Zustand in diesem Land. Nämlich erstens Personalmangel bei den Hebammen. Das ist auch abstrus. Es ist für viele ein Wunschberuf, am Beginn des Lebens zu helfen, ja das Leben erstmal zu ermöglichen. Aber wegen der Arbeitsbedingungen hören immer mehr Hebammen auf in so einem Beruf. Und zweitens, das ist noch krasser, nennen die Kliniken wirtschaftliche Gründe, weil sich Geburten nicht lohnen. Wie verdorben muss eigentlich ein System sein, in dem sich Geburten lohnen müssen, sehr geehrte Damen und Herren. Und dass sich am Zustand nichts geändert hat, darin sind Union und Ampel gleichermaßen schuld. Es ist Ihrem Antrag anzumerken, dass Sie Vertrauen wieder zurückholen wollen. Klar ist, es sind gute Ideen dabei. Sicherheit für die Beschäftigten, Aufwertung der Hebammen, Sektorenaufweichung. Und daher freue ich mich auf die Beratung. Klar ist aber auch, es bleibt zahnlos, weil Sie die Finanzierung niemals angehen werden. Und Sie würden es dann doch auch nicht umsetzen. Und dafür braucht es wahrscheinlich doch eine starke Linke, sehr geehrte Damen und Herren. Das Wort erhält Heike Engelhardt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen und hier auf den Tribünen. Heute ganz besonders aus meinem Wahlkreis Ravensburg und aus dem Erfurter Speicher. Ich danke der Union, dass sie mit diesem Antrag die Geburtshilfe hier ins Plenum bringt. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um allen Menschen, die in der Geburtshilfe arbeiten, zu danken.
Alle Frauen und Männer, die schon einmal ein Kind bekommen haben, wissen, wie wichtig die vertrauensvolle Beziehung zu ihrer Hebamme in den entscheidenden Momenten der Geburt ist. Und übrigens auch in der Geburtsvorbereitung und in der Nachsorge im Wochenbett. Wir wissen, dass die Bedingungen für die Hebammen nicht immer einfach sind. Und wir als SPD-Fraktion sind nicht nur dankbar, dass es euch, liebe Hebammen, gibt. Wir kämpfen dafür, dass wir weiterhin eine so starke Geburtshilfe in Deutschland haben. Liebe Union, Ihr Antrag, weil es vorher um Abschreiben ging, Ihr Antrag hat die Forderung des Hebammenverbands ja fast eins zu eins übernommen. Und ich teile einen Großteil dieser Forderungen. Daher sind wir in dieser Legislatur auch dabei, diese Forderungen umzusetzen. Manches hätten Sie mit Sicherheit auch schon mitbekommen können. Vielleicht waren Sie im Ausschuss nicht regelmäßig anwesend oder Sie haben nicht bis zum Schluss zugehört. Zur Verdeutlichung ein paar Punkte. Wir haben zum Beispiel im parlamentarischen Verfahren des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes dafür gesorgt, dass die Personalkosten von Hebammen vollständig im Pflegebudget berücksichtigt werden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nö. Wir konnten durchsetzen, dass die anfallenden Personalkosten von Hebammen für die Betreuung von Schwangeren, Gebärenden und WöchnerInnen inzwischen vollständig refinanziert werden. Das heißt, die Beschäftigung von Hebammen in den Kreissälen ist somit einer unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen gleichgestellt. In der aktuell laufenden Krankenhausreform werden wir noch weitere Maßnahmen ergreifen, um die Situation auf den Geburtsstationen zu verbessern. Wir werden die Zuschläge für die Leistungen, die zur Grundversorgung notwendig sind, erhöhen. Und dazu gehört die Geburtshilfe. Zur weiteren Stärkung bekommen die Bundesländer 120 Millionen Euro pro Jahr zugewiesen, um eine bedarfsnotwendige flächendeckende Versorgung mit Geburthilfestandorten auch im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten. 20 Millionen davon sind ausdrücklich für von Hebammen geleitete Kreissäle vorgesehen. Denn die Stärkung dieser hebammengeleiteten Kreissäle ist uns als SPD-Fraktion und der Ampel insgesamt ein besonderes Anliegen. Zum allgemeinen Verständnis, es handelt sich dabei um Kreissäle, die von einem Krankenhaus betrieben und von einer Hebamme geleitet werden, die in diesem Krankenhaus angestellt ist. Ganz aktuell werden wir mit einem Änderungsantrag zur Krankenhausreform den GBA, den Gemeinsamen Bundesausschuss, beauftragen, eine Richtlinie zur Qualitätssicherung für hebammengeleitete Kreissäle zu erarbeiten. Wir sind also mittendrin und viele Forderungen, die in diesem Antrag stehen, werden bereits umgesetzt. Liebe Union, machen ist besser als fordern. Wir haben in dieser Legislatur bereits einiges für die Geburtshilfe erreicht. Und wir haben noch viel vor. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung dabei. Schön, dass Sie an unserer Seite sind. Vielen Dank. Und dann erhält das Wort André Hunko für die Gruppe BSW. Entschuldigung. Sie müssen kurz noch mal warten. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe es zugesagt. Für eine Kurzintervention gebe ich das Wort an Tino Sorge. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen, zumal die Frau Kollegin Engelhardt ja Zwischenfragen generell nicht zulässt, offensichtlich. Ich will nur zwei, drei Dinge hier nicht so stehen lassen, weil Frau Kollegin Engelhardt hat das genau wie Frau Baradari gemacht. Sie hat uns als Union vorgeworfen, wir hätten keine Vorschläge unterbreitet. Wir würden uns am Verfahren nicht beteiligen. Und ich würde von Ihnen gern mal wissen, im Kontext Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, weil Sie auch sagten, es wäre in den Anträgen, die Sie jetzt auch stellen werden, schon enthalten. Können Sie uns mal erklären, wann diese Änderungsanträge, die ja nur informell kursieren, dem Ausschuss für Gesundheit vorgelegt werden? Ich sage das vor dem Hintergrund, dass am Dienstag parallel zur Obleuterunde eine Pressekonferenz stattgefunden hat, gemeinsam mit den Sprechern der Regierungskoalition, wo quasi eine Einigung im Bereich Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz verkündet worden ist, ohne dass die Länder davon wussten, ohne dass die Opposition, das Parlament informiert worden ist. Am Tag darauf auf unsere
unsere Anträge hin der Minister es nicht für nötig gehalten hat, im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. Und jetzt stellen Sie sich hier allen Ernstes hin, unterstellen uns, wir würden Dinge nicht beantragen, würden uns darum nicht kümmern. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dieser Antrag, über den wir heute debattieren, der ist bereits vor 2 Jahren auf den Weg gebracht worden. Der ist mit den Frauen, der ist in allen Runden debattiert worden. Der ist mit der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe abgestimmt worden und mit dem Hebammenverband. Und jetzt stellen Sie sich hier hin, unterstellen uns, es würde nichts passieren, sagen, Sie hätten Dinge schon in der Einigung enthalten, eingebaut, ohne dass das Parlament Ihre Änderungsanträge überhaupt kennt. Das sind über 50 Änderungsanträge, das sind 100 Seiten. Sie wollen nächste Woche den Abschluss des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes machen. Wir haben nichts dazu und Sie stellen sich hier allen Ernstes hin und sagen, Sie würden alle einbinden und kooperativ an einer Lösung arbeiten. Das, was Sie tun, ist respektlos dem Parlament gegenüber, ist respektlos der Opposition gegenüber und hilft den Frauen, den Gebärenden, den Kindern überhaupt nicht. Frau Kollegin, möchten Sie antworten? Bitte schön. Konnten Sie sich heute in der Fraktion nicht durchsetzen? Haben Sie keine Redezeit gekriegt? Finde ich klasse, wenn Sie es jetzt probiert haben. Also nochmal, ich habe es Ihnen nicht vorgeworfen, dass Sie irgendwas zu spät oder nicht angetragen haben, sondern ich habe einfach gesagt, wir haben das schon gemacht, was Sie jetzt fordern. Dann stellen Sie jetzt hier, ich weiß nicht zum wievielten Mal, die Frage, auf die Sie auch schon mehrfach eine Antwort gekriegt haben, wann Sie denn die Änderungsanträge kriegen und wann Sie informiert werden. Das kriegen Sie morgen, das wissen Sie auch genau, beziehungsweise vielleicht wissen Sie es nicht, weil Sie nicht zugehört haben. Das kann ich jetzt wiederum nicht beurteilen, aber Sie kriegen es morgen. So, vielen Dank. Jetzt ist aber Herr Hunko dran für die Gruppe BSW. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Art und Weise, wie Kinder geboren werden, sagt viel über eine Gesellschaft aus. Und in der Tat, und da ist der Antrag, geht in der Tat in die richtige Richtung, ist vieles in Deutschland im Argen. Ich habe in den letzten Tagen eine Reihe von Zuschriften gekriegt und will 3 inhaltliche Punkte da herausgreifen. Jemand schreibt mir, meine Frau wurde vor der Geburt ständig indirekt zum Kaiserschnitt aufgefordert, obwohl nicht medizinisch indiziert. Die Quote ist mit 1/3 viel zu hoch. Die natürliche Geburt sollte im Vordergrund stehen. In der Tat, wir haben eine Kaiserschnittquote in Deutschland von weit über 30%. 1991 waren es 15%. Und die WHO-Empfehlung liegt bei 10-15%. Hier sind offensichtlich Fehlanreize im System, über die wir reden müssen. Zweitens, Zuschrift, unser Krankenhaus hat die Reform des Gesundheitsministeriums getroffen. Die sehr moderne und mit gutem Personal besetzte Stelle wird zum Jahresende geschlossen. Bei Risikogeburten sind jetzt lange Wege über die Landstraße notwendig. Auch das ist ein großes Problem, schon angesprochen worden. Die Geburtshilfen sind in den letzten Jahren halbiert worden. Und vor allen Dingen im ländlichen Raum ist das ein Riesenproblem. Ich finde das ein Skandal für ein Land wie Deutschland. Und drittens, Zitat, bei der Geburt meiner Tochter musste die Hebamme im Nachtdienst 4 Geburten gleichzeitig betreuen. Frauen wie diese Hebamme sind die wahren Helden. Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen. Kann vielleicht daran erinnern, dass die Vergütung viel zu niedrig ist und dass viele Hebammen auch eine besondere persönliche Risiko in Kauf nehmen müssen über die Haft. Ich habe in den letzten Tagen auch mit Hebammen gesprochen, die jetzt überlegen, in die Schweiz auszuwandern und so weiter. Also der Antrag geht in die richtige Richtung. Ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Johannes Wagner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Frau Borchert, nach Ihrer Rede frage ich mich schon, ob Sie das ganze Thema Hebammenfinanzierung voll umrissen haben. Denn schon jetzt ist es so, dass Hebammen voll aus dem Pflegebudget finanziert werden und die Träger die Hebammen angemessen bezahlen können. Aber zurück zu Ihrem Antrag. Sie fordern im Antrag, dass die Geburtshilfe und die Kindermedizin verbessert werden muss. Als jemand, der selbst als Arzt in der Kinderklinik gearbeitet hat, kann ich diesem Anliegen grundsätzlich nur zustimmen.
Aber wenn man sich Ihren Antrag genauer anschaut, muss ich sagen, schade. Schade, dass Ihr Engagement nicht auch von der notwendigen Sorgfalt begleitet worden ist. Schade, dass es Ihnen mehr um die große Bühne ging, als wirklich um die Sache. Und schade, dass Ihnen anscheinend nicht aufgefallen ist, dass wir einen Großteil der von Ihnen geforderten Maßnahmen bereits angegangen sind. Aber der Reihe nach. Zuerst startet Ihr Antrag ja ganz sympathisch. Aber kaum ist man auf der dritten Seite, reihen Sie Forderung um Forderung aneinander, bei denen Sie gekonnt ignorieren, dass oftmals die Länder oder die Selbstverwaltung der richtige Adressat wäre und nicht der Bundestag. Aber es gibt durchaus auch sinnvolle Forderungen in Ihrem Antrag. Sie fordern zum Beispiel mehr Geld. Kann ich Ihnen sagen, ist bereits umgesetzt. Und mit der Krankenhausreform verstetigen wir die über 800 Millionen Euro, die wir in den letzten beiden Jahren für Geburtshilfe und Kinderkliniken gezahlt haben, weiter. Und auch die niedergelassenen Kinderärzte profitieren. Durch die Entbudgetierung in diesem Frühjahr wird ihre Arbeit jetzt immer voll vergütet, auch wenn in einem Erkältungsjahr einmal deutlich mehr Kinder behandelt werden müssen als gewöhnlich. Mit der neuen Krankenhausreform heben wir jetzt außerdem die untere Grenzverweildauer in Kinderkliniken auf. Das klingt sehr technisch, ist aber ein riesiger Unterschied zum Status quo. Damit sorgen wir dafür, dass kein Kind mehr auch nur eine Nacht länger als notwendig im Krankenhaus übernachten muss, als medizinisch notwendig. Des Weiteren ermöglichen wir Kinderkliniken, Kinder auch ambulant zu behandeln, wenn sie eine komplexe Krankheit haben. Das reduziert endlich die Fahrtwege für Familien, die teilweise stundenlang zum nächsten niedergelassenen Spezialisten fahren mussten. Diese Reform ist ein großer Erfolg, auf den wir stolz sein können. Und dabei freue ich mich besonders, dass meine Berufsgruppe besonders berücksichtigt wurde. Viel zu lange wurden die Kinderkliniken und Geburtshilfe vernachlässigt. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Reform gemeinsam umsetzen, auch in den Ländern. Und deswegen zum Abschluss ein Appell, liebe Union, liebe CSU vor allem. Schauen Sie bitte nach Nordrhein-Westfalen, wie dort angepackt wird und dort tatkräftig gehandelt wird. Und so, daran sollten Sie sich auch ein Beispiel nehmen. Wir brauchen jetzt ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern. Darauf bitte ich auch Sie. Kommen Sie zurück zum Verhandlungstisch. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 12.979 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir auch so. Ich rufe auf den